Hallo, liebe Leute. Okay, alles klar. Aber wir lassen das drin, weil es einfach so schön ist, weil wir uns nicht einig werden, was wir machen wollen. Mach du. Wir heißen euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Runde Formel 1 mit dem Grunge Co. und meiner Wenigkeit. Wollte jetzt eigentlich starten hier, genau. Wir schaffen wieder mit dem Blitzqualifying eine Runde fliegender Start, um das Beste dann rauszuholen. Ich weiß nicht, ob ich meinen Sound hätte anpassen sollen, aber gut. Oh, ich hab das DAS vergessen. Nein. Ja, ich hab's auch vergessen. Ist das denn jetzt eigentlich wieder eine Strecke? Sieht ganz aus wie Dubai, oder? Dubai, ne? Ja, also es ist relativ viel Wüste hier am Start. Also deswegen gehe ich mal auch davon aus, dass es Dubai ist. Vielleicht ein Formel 1 Profis, die können, werden das natürlich auf dem ersten Schlag hier sehen. Aber es kann nur Dubai sein. Ja. Ja, das ist Dubai. Und die Kurven sind hier natürlich mega eng. Boah, es ist hier richtig übel in Dubai. Erstmal meinen DRS anmachen. Damit ich zumindest ein paar Sekunden noch rausholen kann hier. So, dann gucken wir uns mal die Qualität der Reifen an. Eieieiei. Die Strecke verlangt aber doch ein bisschen was. Ja. Jetzt nicht so einfach. Oh, noch eine dritte DRS-Zone, alles klar. Wow. Schnellste Runde? Bin ich Erste? Meinst du? Ich bin viel Erster. Also so verkehrt können wir gar nicht sein. Nee, aber wir haben die doch auf letzten Video auf schwer gestellt, oder? Ja. Okay, schwer ist. Guck, ich habe zweimal DRS vergessen. Einfach weiter. Ab 1,33 zu 1,36. Was? Darf ich natürlich den Start nicht verkacken, wie beim letzten Mal. Genau, denk dran, A drücken und so. A, glaube ich, war das, ne? Ja, ich glaube A drücken. Also es steht unten rechts, steht, was du tun sollst. Alles klar. So, Rennen starten, eindeutig. Rennstrategie, ich guck mir die mal an. Wird wahrscheinlich ja, dieselbe. Soll bewölkt sein. Ja, statt 3 mache ich 2 Boxenstops. Ne, 1 Boxenstop mache ich nur statt 2 so rum. Starte ich wahrscheinlich auch mit ein bisschen mehr Benzin. Also A gedrückt so halten, optimale D-Zahl und wenn das. Oh nein! Das Durchfahrt war ein Frühstart, oder was? Ja! Also ich habe den Start auch schon wieder verkackt. Ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden. Also du musst A drücken, dann musst du Gas geben. Ja, ja. Und dann A loslassen. Und dann A loslassen, sobald die grüne Flagge. Kein Überholen. Ich kann natürlich ein bisschen probieren, sie ein bisschen aufzuhalten, dann sollte es mit der Durchfahrtsstrafe für dich schaffen, klappen. Ja, versuche ich das maximale Ergebnis für dich rauszuholen. Also ich bin jetzt Zweiter. Und ich kann sie im Prinzip ein bisschen aufhalten. Ja, fahr halt einfach weil so, du bist sagst, halt relativ klar. Weit weg von mir schon. Ja, ich habe hab halt einen Frühstart gehabt. Oh nein! Oh, verbremst. Oh ja, die sind aber ganz schön nah hinter dich wiedergekommen, zumindest was die Map anzeigt. Boah, 14 Runden. Wir haben nur 25% der Strecke. Genau, sonst würde das einfach den Rahmen hier sprengen für unsere. Für uns und unser kleines Köpfchen und genauso für die Zuschauer, haben wir uns gesagt. Ja, könnte doch. Ja, also 33 Runden, das finde ich hart. Tritt innerhalb der nächsten 3 Runden an. Alles klar. Dann fahr ich dann baller jetzt rein. Ja, wobei, jetzt sind die alle noch ziemlich eng aneinander, ne? Ja. So, wir kommen jetzt an dir vorbei. Ja, ja. Also ich zumindestens. Mal gucken, auf welchem Platz ich jetzt rauskomme. Ja, jetzt sind alle an mir vorbei. Shit. Ich weiß nicht, ob das die klügste Idee war, die ich hatte. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen fahren müssen. Ja, du kannst es nicht ändern.
Du kannst aber von hinten aufholen, ohne Probleme, du bist ja nah dran. Da hat mich das Ding erstmal nach außen buxiert. Das Ding dong? Ich bin. Oh. Der 20. ist schon ausgeschieden. Ja, einmal war eine gelbe Flagge. Ich bin aus der Box gekommen und dann hat der PC mich mehr oder minder direkt reingesteuert in. Oh. Ja. Wenn ich jetzt dauernd Fehler mache, dann klappt das auch nicht. Also ich habe mich direkt reingesteuert mehr oder minder in die Außenbegrenzung. Super. Also ich bin ja ein bisschen stolz auf mich, dass ich hier momentan noch den ersten halte. Wir gehen jetzt auf Mediums. Wer geht denn jetzt schon auf Mediums? Ja, kommt wahrscheinlich gleich Regen oder was, oder? So, ja, ansonsten Formel 1 haben wir ja letztes Mal schon gesagt, haben wir ewig nicht mehr gespielt. Das ist jetzt mal wieder der erste Teil nach etlichen Jahren. Du hattest ja gesagt, bei dir war es 2011, ne? Ja, 2011. Das 2013. Und jetzt schön verbremst, jawohl. Ah, noch halte ich aber den ersten Platz hier. Oh no! Scheiße. Ich habe den Frontflügel verloren, ey. Aber die bremsen auch immer so doof, ne? Ja, ich hätte aber auch besser aufpassen müssen. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Kann nicht sein. Echt mal, kann echt nicht sein. Welche Runde ist er denn? Was zeigt er dir denn an? Also, wieder verbremst, ey. Ah, ist Verwarnung. Strategie ändern. Tut mir leid, dass mich verbremst. Also die Reifen nutzen sich hier extrem ab. Und jetzt schon mal 41%. Ich habe 5 Sekunden lang Stop-and-Go-Strafe bekommen, weil ich die blaue Flagge ignoriert habe. Hülkenberg ist doch nicht schneller als ich. What? Hey. Ja, heute erwischt es dich halt. Ja. Boxenstopp. So, ich weiß gar nicht, wie man eigentlich Reifen wechselt hier. Fährst du in die Box? Sagst ihm, dass du einen Boxenstopp haben willst. Wir kommen einfach rein, oder? So, ich würde einfach reinfahren. Oh, ey. Oh nein, jetzt habe ich die Sicht geändert, ich Idiot. Oh nein, auch noch Cockpit-Sicht. Oh, ey, wie soll man denn da fahren? Da musst du schnell durchwechseln. Ja. Ja, also diese Runde werde ich wohl. Oh, ich komme jetzt gleich aus der Box, falls du der Erste bist da. Ja, aber ich brauche noch ewig. Nee, das war Harry Nato. Wer ist Letzter? Oh, dann bin ich ja doch nicht Letzter gewesen. Was haben die denn hier gemacht? Ah, ich fette langsamer. Ich werde so bei Runde 7 mir neue Reifen aufziehen. Dann habe ich die Hälfte geschafft. Mal gucken, die Reifen das einfach durchhalten. Man rutscht ja dementsprechend mittlerweile auch, wenn die Reifen völlig durch sind.
man merkt, der Wagen wird langsamer. Ach ja. Man muss halt echt aufpassen, die bremsen extrem früh ab. Naja. Also früher als empfohlen wird von der eigenen Ideallinie. Ja. Wir haben ja gesagt, wir werden mal in Zukunft oder mal demnächst wirklich dass die Ideallinie ausschalten. Boah, meine Reifen sind durch, ey. Wobei, ich würde die Ideallinie gar nicht mal ausschalten, wegen den Bremsen. Ich würde nur die zusätzlichen Hilfen, die Bremshilfen mal rausnehmen. Na, die ist ja schon bei mir auf minimal eingestellt. Genau, und jetzt sozusagen ganz raus. Und die Traktionskontrolle natürlich. So, ich krieg jetzt ein bisschen Abstand hin. Oh fuck, wie, mein Boxenstoppfenster schließt sich gleich. Oh oh, dann solltest du mal in die Box gehen. Ja, jetzt ist vorbei, ich bin gerade vorbeigefahren. Ich hoffe, ich kann in der nächsten Runde jetzt noch rein. Hätte mir natürlich mal wirklich durchlesen sollen, wann Boxenstopp ist. Normalerweise sagen sie es dir ja auch an, eigentlich dein Boxenstoppfenster. Ja, ich glaube von Runde 2 bis 5 oder 4 so, bis 6. 4 bis 6, ja, dann kannst du ja noch rein. Naja. Falls jetzt nicht dein Teamkamerad reinfährt, das wäre ein bisschen komisch. Das bist ja du. Nö, ich fahre nicht mehr rein, ich bin fertig. Naja, dann ist doch Platz genug. So. Schnellste Runde des Rennens gefahren, ja. Ihr Luder, ich krieg euch. Yes. Hab ja noch 8 Runden. Ja, ich muss jetzt schon ein bisschen vorsichtiger werden hier. Ich rutsche nämlich mittlerweile über die Strecke. Reifen sind nämlich durch. Aber wir fahren jetzt einfach nochmal schnell in die Box rein. Ja, ich komme ja rein. Ich hab's ja verstanden. Ich darf nur die Einfahrt nicht verpassen. Die ist direkt an der vor der Ziellinie, meine Damen und Herren. Musst du mal auf der Karte gucken, die steht da drin. Ah, da ist er. Alles klar. Oh, schnell rein. Teamkollege ist in der Boxengasse. So, ja. Macht euch fertig. Ja, kommt mal jetzt raus mit den Reifen. Schön. Genau, einfach wechseln. Und raus. Oh nein! Jetzt erstes weg. Ja, aber die müssen ja auch nochmal in die Box, ne? Ne, da ist vorbei. Jetzt kommt Platz 3 und 4. Und waren 5. Die schon alle in der Box? Ja, scheinbar. Hey, jetzt nicht gedacht. Da bin ich mal ganz kurz abgehoben mit meinem Bolin. Warum machst du denn so? Ne? Nach der Zieleinfahrt die erste Kurve. Die ist echt nochmal ein bisschen tricky, weil die so eng ist gleich. Alter, das wird eng hier in der Kurve mit uns beiden, du Idiot, Wehrlein, Spacko. So, erstmal DRS anmachen, dann erstmal einen abhauen hier. Reifen sind auch drauf, das heißt, es funktioniert alles sehr schön hier. Ja. Aber den ersten, den werde ich nicht mehr kriegen. Ich sehe ihn zwar da vorne noch rollen, aber dann wird man auch immer gleich so gierig und dann verplant man. Oh, er fährt rein in die Box, was? Ja, dann hat er. Dann war er noch nicht drin. Ja, geil. Also. Perfekte Boxenstrategie gehabt. Ich auch, hab zweimal gestoppt.
Ja, aber außerplanmäßig. Jetzt bin ich an dem Pulk dran. An dem hinteren Pulk. Mal gucken, wie ich da durchkomme, weil wenn die alle wieder bremsen wie die Idioten. Ja, so ein bisschen drängeln ist erlaubt. Das gibt keine Strafen. Das habe ich eben gerade auch gemacht bei Wehrlein. Da sind wir uns ein bisschen sehr nahe gekommen, aber war alles im grünen Bereich. Ja, jetzt ist das ein bisschen sehr eng hier mit uns. Mit uns allen. Ich muss jetzt einfach nur ganz locker und entspannt 6 Runden durchfahren. Locker und entspannt. Ja, Ohrläppchen rein. DRS. Gib alles. Gucken mal, was mein Fettgemisch sagt. Ja, komm. Da hauen wir mal eine Runde Fettgemisch rein. Hey, du kannst mich nicht einfach berühren. Du kannst es schon, aber hey. Aber hey, aufpassen. DRS. Ja, du hast natürlich das Glück, du kannst es jetzt benutzen ohne Ende, ne? Dadurch, dass du dich ja in diesem Pulk befindest. Ja, das ist praktisch. Die hinter mir können das zwar auch benutzen, aber... Ja, das macht ja nichts. Vom Gefühl immer ein bisschen besser weg. Ey, was man hier alles einstellen kann, ey. Differential und... Das ist mir persönlich wieder viel zu viel. Ich will ja eigentlich nur fahren. Ja, du kannst aber auch Voreinstellungen treffen, die sagen, du willst zum Beispiel schneller sein, dafür weniger Grip haben. Ja, ich habe erstmal mein Benzingemisch auf Fett eingestellt, um erstmal noch ein bisschen Abstand zu kriegen hier, wenn die Reifen noch in Ordnung sind. Ich hänge dir so hart am Sack. Also hier im Bottas. Ach du, wir in dem da, ja. Gib ihm einfach eine. So von hinten in den Reifen rein oder so. Wir haben ihn relativ sauber überholen können. Alter, ich fahre glaube ich gerade die streckenschnellste Runde. Ja, mit neuen Reifen geht das um einiges besser als mit den abgenutzten alten Wrackreifen. Ja. Ja, warum das manchmal immer so ruhig ist zwischen uns? Wir müssen uns einfach konzentrieren. Wir sind schon alte Herren, wir haben es nicht mehr so mit der Leichtigkeit des Fahrens und Reden gleichzeitig. Echt mal. Nimmt Rücksicht auf unser Alter. Genau. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Eben. Nein, ja. Also, das ist gar nicht so einfach hier. Nee. Ah, wir kommen mit dem Benzin noch aus. Alles gut, bleibt tiefenentspannt, ey. Das ist schon Runde 10, die wir jetzt hier fahren. So, das wird keine beste Runde werden. Ja, Chef, machen wir so. Ja, ich würde sagen, sauberen Vorsprung rausgefahren.
Das ist gut. Ich weiß zwar nicht wie viel, weil das mir aktuell nicht anzeigt, aber ich überrunde gleich jemanden, wenn es so weitergeht. Ja, dann wirst du wahrscheinlich dabei Shian Yatiato oder wie auch immer vorbeifahren. Ah, der ist jetzt noch eine Kurve vor mir. So, Reifen sind auch in Ordnung, Bremsen sind in Ordnung, das ist in Ordnung. Pass. Also, Abmarsch Richtung Ziel. Boah, weil einen die Nase juckt dabei, ne? Kratz dir an der Nase. So, da vorne ist er. Ich hoffe, der macht keine Faxen und der kriegt ganz schnell blau gezeigt. Boah, 15 Sekunden Abstand zum zweiten. Das ist hart. Das ist wirklich very hard. Haben wir mal Hamilton wieder gezeigt, was Phase ist? Benzin für vier Runden, ey, dann Vollgas, oder? Zack. Ich glaube, der lügt. Ins Fettgemisch. Ja. Weil bei mir zeigt er noch 0,84 Runden plus an. Ja, bei mir 1,44. Gucken wir mal. Ja, also hatte ich doch durch meine Nicht-Ahnung mit der Boxe doch ein glückliches Händchen, ey. Aber echt jetzt. So, jetzt treten hier die letzten Runden an. Yes. Paul Acker oder sowas ist letzter, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade so ganz leicht. Ich dachte Magnusson oder so. Palmer. Dein gelben Flitzer. Der kriegt auch schon die blaue Flagge gezeigt, das ist sehr nice. Wow. Oh. Nicht schlecht, Herr Specht. So, die Überholung hat perfekt funktioniert. Das ist gut, wa? Ah, meine Reifen werden jetzt aber langsam. Was? Ja, man merkt's. Du bist Dritter mittlerweile, oder was? Ja, ich bin jetzt am zweiten dran. Ach ja, sehe ich ja jetzt gerade. Hamilton ist Zweiter. Ja. Na, ich werde auf jeden Fall wieder langsamer durch die Reifen. Aber die letzte Runde hat angefangen. Letzte Runde des Rennens, die letzte! Und jetzt bloß keine Scheiße bauen, ey, wirklich. Das wäre echt ärgerlich. Yes. Boah, Alter, bist du ein Killer. Geh weg! Geh weg, du Sau!
Ich muss hier lang. Oh, da hat sich jemand verbremst. Ah, Mann. Ja, wer war das denn? Ah, echt? Ja. Du hast ihn bestimmt bedrängt oder sowas und dann ist er ganz schüchtern. Ich bin ganz sauber innen vorbei. So. Das sollte ja hier was werden. Seh dich. Der Minimap zumindest. Ja. Hätte ich das öfteren auch schon gesehen. So, ich glaube, da kommt jetzt die letzte Kurve für mich. Und dann ja, drin ins Ziel. Das ist ja Single. Nicht schlecht für unsere Konstrukteursweltmeisterschaft. Sag ich mal, wa? So, und zack, Vollgas ins Ziel. Perfekt. Sauber, yay, sauber, Rennsieger sauber. Ist hackbar. Juhuhuhu. So, jetzt gucken wir dem Grunschko noch zu in der letzten Kurve hier. Und auch er fährt ins Ziel als Zweiter. Doch geil. Yeah. Und jetzt schön wegrutschen. Wups und ran an die Mauer. Das wär's noch, ey. Ja, hat perfekt gepasst. Man sieht's. Erster und Zweiter, genau so haben wir uns das vorgestellt. Die Scuderia Ferrari. Wir verabschieden uns auf jeden Fall von euch. Bedanken uns fürs Zusehen. Lasst einen Daumen oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Session, wenn unsere Meisterschaft weitergeht. Tschüssi, wir gucken mal. Lewis Hamilton führt noch. Bis dahin. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao.